Was ist das Schönste an der Inklusion? Das Schönste an der Inklusion? Ja, dass alle dazugehören. Dass man immer viel zu lachen hat. Ach, das Schönste ist eigentlich, wenn man sieht, wie die Kinder harmonisch und toll miteinander umgehen. Ob behindert oder nicht behindert, ob hochintelligent oder jemand mit einer sogenannten geistigen Behinderung. Wenn man das sieht, dann sagt man, warum hast du nicht schon eher gemacht? Als Beispiel, wenn in einer Klasse, wo Inklusion da ist, wenn die Schüler gefragt werden, kennt ihr behinderte Menschen? Und in dieser Klasse sind Behinderte, auch die auf dem Rollstuhl sitzen oder ein Down-Syndrom haben. Ja, so. Und die Schüler, die Kinder, die überlegen, gucken und dann sagen sie, nö, kennen wir nicht. Also das ist doch das Schönste. Das Schönste muss man einfach erleben, wenn man da ist. Und wenn man sogenannte behinderte und nicht behinderte Kinder miteinander in einem ganz normalen gegenseitigen Verhältnis sieht, mit all dem, was dazugehört, necken und flapsig sein, den anderen veräppeln und durchaus auch auf die Merkmale des anderen eingehen, aber so spielerisch und so gut miteinander vertraut, dass man sich das erlauben kann und dass man das darf. Wenn man das schafft, so im Kleinen schöne Atmosphären zu schaffen, wo alle lachend lernen oder eben auf die Straße strömen und Interviews machen zum Beispiel und einfach ungewöhnliche Dinge. Kinder haben Lust, ungewöhnliche Dinge zu machen und die wollen nicht immer da in ihrer Bank sitzen und langweilige Aufgaben lösen. Also wenn man da kreativ ist, dann ist es ein Traum. Weil man nicht nur aus einer Perspektive auf viele Dinge guckt, sondern eigentlich auch gezwungen wird, aus verschiedenen Perspektiven auf Dinge zu gucken. Und das macht das Leben oder das Arbeiten in der Inklusion, jetzt insbesondere in Schule, so interessant für mich. Wie oft sagen Kinder mit 8, 9, das ist nicht fair. Und das verpufft, wenn wir darauf reagieren und sagen, hey, du hast ja was wahrgenommen. Da wird ein Kind gehänselt. Wie können wir damit umgehen? Anstatt das Kind rauszupicken, sagen, du bist verhaltensgestört und es auf die Förderschule zu schicken. Ich glaube, das sind so die schönsten Sachen an Inklusion. Wenn die Kinder Probleme erkennen, Schieflagen erkennen, aber auch Lösungen entwickeln. Und das geht und das funktioniert. Das sozusagen mich von der Entscheidung befreit, zu gucken, wo wer hin gehört. Also wenn man es vom selektiven Schulsystem aus betrachtet. Also für mich ist das Schönste, wenn man nach vielen Jahren, und also wir machen es an unserer Schule ja schon recht lange, Erwachsene trifft, die mal als Kinder und Jugendliche damals vielleicht zum ersten Mal auch mit behinderten Kindern aufgewachsen sind und gelernt haben. Und man heute hört, dass da auch Freundschaften entstanden sind, die auch geblieben sind. Dann denke ich, dann ist die Inklusion da angekommen und das ist auch die Hoffnung, also dass es sich über die Kinder allmählich in die Gesellschaft rüberträgt und dann irgendwann auch selbstverständlich ist. Inklusion-schaffen-wir.de facebook.com/inklusionschaffenwir